gleich hier auf drei Heizkörper. Hier sind drei tolle Damen in der ersten Runde. Herzlich willkommen, meine Damen. Bitte stellen Sie sich vor. Ich bin die Caroline Christ. Ich bin von Beruf Schallplattenverkäuferin und wohne in Wiesbaden. Gehen Sie oft in eine Disco? Ja, also ich gehe eigentlich nur in die Disco. Nur? Ja. Direkt von der Arbeit, zack, in die Disco? Oder? Ja, zwischendurch nur ein bisschen stylen und dann packe ich meine Mädels und dann gehen wir. Ja? Mhm. So oft? Ja. Also Sie lieben es zu tanzen? Ja. Toll. Bitte stellen Sie sich vor. Ich heiße Irene Adomaitis und komme aus München. Sie möchten wirklich heiraten, Kinder haben? Ja, unbedingt. Ja? Mhm. Wie viele Kinder? 2 oder 3. Aha. Aber ganz wichtig. Ja. Bitte stellen Sie sich vor. Also ich bin die Christine Frisch, komme aus Erlangen und bin von Beruf Dekorateurin. Treiben Sie Sport? Ja. Was? Bodybuilding. Bodybuilding? Hauptsächlich und noch Klettern. Aber Bodybuilding, sind Sie gut? Naja, es geht. Haben Sie eine Meisterschaft gewonnen? Ja, ich habe schon mal eine Meisterschaft mitgemacht letztes Jahr in Erlangen und da bin ich Stabmeisterin geworden. Können Sie mal was zeigen, wie Sie das noch machen, Bodybuilding? Naja, kann ich schon mal was zeigen. Oh, ja. Klasse. Bitte, die Wand. Toll sieht es aus. So, und alles oké? Okay? Ja, meine Damen und Herren, hier komt Andy Walz aus Lengries. Hallo. Je roots een beetje, hè? Bissel, ja. Ja, dat zijn ze goed. Wat machen Sie beruflich? Ik ben van Beruf Gastwirt in Lengries. Ich habe dort ein Hotel und habe in Bad Tölz noch 2 Bistros. Die haben Sie selbst? Habe ich selbst, ja. Sie sind der Besitzer? Ja, momentan schon. Das kann sich natürlich ändern, bis ich daheim bin. Gell? Treiben Sie Sport? Ja, Fußball, Skifahren. Skifahren? Ja. Gut? Ja, nicht schlecht. Kann man lassen. Ich meine, sind Sie früher mal gut ja, gefahren? Ja, ich bin aber ein bisschen in der Nationalmannschaft gewesen. Ja? Die Nationalmannschaft, ja. Unter den ersten 100? Ja, welchen so Platz hatten Sie da so nicht? So immer um die 70, 80 in der Weltrangliste. Okay, bitte Ihre Frage. So. Kandidatin 1. Ich habe eine sehr dominante Mutter und 15 hübsche Mitarbeiterinnen. Wie setzt du dich gegen sie durch? Tja, wenn du also bisher mit deinen 16 Frauen so gut ausgekommen bist, dann sollte doch eine mir gar nicht mehr schocken. Und du, Kandidatin 2? Also, ich würde mal sagen, deine dominante Mutter, die übernimmt meinen Vater. Und ja, ich glaube, mit den 15 anderen hübschen Mitarbeiterinnen nehme ich es gerne auf. Und wie setzt du dich durch, Kandidatin 3? Also, ich bin eher ein diplomatischer Typ. Und deshalb würde ich sie einfach alle ins Ausland schicken. Zweite Frage. Kandidatin 2. Woran kann ich dich auch im Dunkeln noch erkennen? Tja, ich würde mal sagen, an meinem dominanten Vater. Weil der lässt im Dunkeln bestimmt niemand an mich ran. Und wie erkenne ich dich, Kandidatin 3? Im Dunkeln? Ich würde sagen, an meinem fränkischen Dialekt. Und Kandidatin 1, wie erkenne ich dich? Also ich denke, ich brauche eigentlich auch nur einen Mund aufzumachen und dann ist keine Verwechslung mehr möglich. Dritte Frage, Kandidatin 3. Was fehlt Kandidatin 1 zu einer gescheiten, sauberen, bayerischen Wirtin? Naja, also Wirtin ist nett. Bayerisch ist auch nicht. Und ob es gescheit ist, das stellt sich noch raus. Und
Und was, Kandidatin 1, fehlt Kandidatin 2? Also mindestens mal 30 Kilo. Oh. Circa 200.000 Mark und einen gescheiten Nachnamen. Und Kandidatin 2, was fehlt Kandidatin 3? Ich würde mal sagen, eigentlich alles. Bis für eine gescheite Wirtin. Und Maskrug stemmen, das könnt sie, glaube ich. Mit den Muskeln. Nicht leicht, ne? Nein, ist nicht einfach. Also, haben wir nämlich Zeit. Eine kurze Zusammenfassung von Susi. So, Andi, wer soll jetzt dein Herz dort sein, Kandidatin 1? Der Schocker mit dem offenen Mund, die man mit einer bayerischen Wirtin nicht verwechseln kann? Oder Kandidatin 2, der 30 Kilo fehlen, die dafür aber bei Tag und Nacht einen dominanten Vater zu bieten hat? Oder Kandidatin 3, der diplomatische Typ aus dem fränkischen Ausland mit den Muckis zum Maßkrug schleppen? Andi, jetzt musst du dich entscheiden. Bitte. Also ich würde sagen, ich nehme Kandidatin 2, weil die 30 Kilo vorne, die ihre Höhe. Gut, dann kommt die nächste Kandidatin. Eins, Caroline. Christa aus Wiesbaden. So sieht Kandidatin Nummer 1 aus. Mit der wunderbaren tiefen Stimme, ja. Und hier kommt Christine Frisch aus Erlangen. Hallo, grüß dich. Dankeschön, Christine, auch für die schöne Vorführung. Ja, war klasse. Bitte sehr. Tief Luft holen, ja? Denn hier ist Ihr Herzblatt. Hallo, grüß dich. Das ist die Irene Adomaitis aus München. Ja, Sie wohnen nicht weit auseinander, das sind nur 30, 40 Kilometer, ja. Aber wo geht's morgen hin? Sieht sie ihn? Die Mitte. Die Mitte? Mhm. Ja. Sie fliegen mit einem Herzblatt-Hubschrauber nach Ulm. Dort erwarten Sie ein romantisches Sektfrühstück mit Stehgeiger. Danach gibt's ein Wettrudern mit dem Olympiasieger auf der Donau. Nicht schlecht. Ja? Gefällt Ihnen, ja? Sehr gut. Okay, viel Spaß, bis nächste Woche. Kommen Sie mit? Ja. Vorige Woche trafen sich hier Birte und Martin und die waren in Abtenau im Salzburger Land. Eine schöne Reise war das. Wie war der Tag? War das nur Lachen oder? Ziemlich, ja. Auch beides, ja. Also sie sorgt doch fürs Lachen, ja. Nur sie auch. Fürs leibliche Wohl und Lachen, ja. Sie auch. Okay, als Sie dann zurückkamen, haben wir Sie getrennt voneinander befragt. Wir haben uns den ganzen Tag über Nettigkeiten gesagt. Sie ist eine Bombe. Sie ist eine Bombe voller Fets, voller Energie. Also es hat nicht Boom gemacht, aber... Vielleicht sollte ich Sie wach küssen. Ja, tausendmal berührt und tausendmal ist nichts passiert. Tausendmal berührt. Ich habe noch genau 999 Mal. Was schon so passiert so? Also, das kann man nicht vom Fernseher sagen. Nee? Nee, nee. Das bleibt etwas privater. Ja. Aber es war klasse. Ja? Mhm. Und viel Spaß. Danke. Danke. Okay. Und auf geht's in die zweite Runde. Bitte stellen Sie sich vor. Ich heiße Ingo Jahn, komme aus Stuttgart. Beschäftigt bin ich bei einem amerikanischen Kurierunternehmen. Gibt es auch mal, dass Sie persönlich irgendwo hinfliegen müssen, um was zu bringen? Ja, wenn mal Not am Mann ist. Was war der weiteste Flug, um etwas zu bringen? Oder zu holen? Nach Hongkong. Das war da habe ich was geholt. Innerhalb von einem Tag. Ihr Hobby? Ja, alles Mögliche. Sport im Allgemeinen. Laufen, Schwimmen. Free Climbing, ein bisschen wie? Free Climbing, also Klettern. Klettern? Ja. Sind Sie ein romantischer Typ?
Ja, bei der richtigen Frau schon. Ja. Hat die richtige noch nicht gefunden? Ja, immer wieder probiert, aber bisher noch nicht. Ja. Deswegen bin ich hier. Ja. Bitte. Bitte stellen Sie sich vor. Ja, ich heiße Markus Varesco, komme aus Innsbruck und bin in einer Bank angestellt. Was machen Sie da genau? Ich bin dort zuständig für Mikrocomputer. Sind Sie auch zu Hause ein Computerfreak? Ich habe natürlich zu Hause auch einen Computer. Ist im Prinzip ein Hobby. Warum sind Sie noch Single? Ja, aber das ist also eine Partie. Das ist vielleicht darauf zurückzuführen, das, was man will, kriegt man nicht. Das, was man kriegt, will man nicht. Ich lasse es halt so kommen, wie es kommt. Okay. Bitte, stellen Sie sich vor. Mein Name ist Stefan Transfert aus Köln. Ich bin Paketzusteller bei der Deutschen Bundespost. Wir sind pünktlich bei uns. Warum gibt es so oft Verspätungen mit den Paketen? In Köln ist es das schwierigste Problem mit den Baustellen. Ne? Der Köln ist immer noch die schönste Baustelle Deutschlands. Ja, ja. Passiert mal was Komisches bei Ihrer Arbeit? Oh, ja, es passiert einiges. Außer, dass wir jeden Tag ein anderes Datum haben, ist es also so. Mir ist also vor kurzem etwas passiert. Da hatte ich eine Sackkarre voller Päckchen gehabt und musste die in ein Fotogeschäft abgeben. Und ich komme an Stolpern und 5 Päckchen fallen mir auf die Erde und eins davon einem Polizeibeamten direkt vor die Füße. Und er sagte zu mir, hören Sie mal, sind die eigentlich bei der Post eigentlich alle so dumm wie Sie? Ich sage, nein, ich bin der Letzte, die anderen sind alle zur Polizei gegangen. Und Sie sehen besonders schick aus. Haben Sie das extra für Herzblatt gekauft? Richtig, für Herzblatt und um nicht mehr lange Single zu bleiben. Na, klasse, okay. Bitte die Wand. Jo. Bis gleich, meine Herren, ja. Und nichts gehört, nichts gesehen hat Michaela Fleischmann aus Wien. Hallo Michaela, was machen Sie beruflich? Ich bin Sekretärin in einem Zeitschriftenverlag. Mhm. Was haben Sie davor gemacht? Ich habe vorher in einem elektrotechnischen Büro gearbeitet bei dem verrückten Professor in der Badewanne. Bei einem verrückten Professor in der Badewanne? In der Badewanne, ja. Wie, was war da los? Ja, er saß in der Badewanne, ließ einen Föhn reinfallen, überlebte diese Geschichte und schrieb darüber Aufsätze. Aber dieser Professor hat das öfter gemacht? Natürlich. Mit verschiedenen Sachen hat er experimentiert? Ja. Und dann wurde sie arbeitslos eines Tages? Nein, er lebt noch immer. Boah, klar. Er hat's überlebt, ja. Gehen Sie oft ins Kino? Ja. Ja. Welche Filme sehen Sie am liebsten? Ja, die typischen alten Hans-Moser-Filme. Ja? Mhm. Das ist schön. Ich finde ihn so richtig, so wie er nuschelt und er ist so richtig schrullig. Ja, und ein bisschen eigenartig, so wie alle Wiener, aber im Endeffekt doch ganz nett. So sieht auch Ihr Traumpartner aus? Nein, nicht ganz so. Okay, bitte Ihre Frage. Gut. Kandidat Nummer 1. Du siehst mich schon seit Tagen in der Disco, aber ich bin immer in Begleitung eines gut gebauten braunen Kleiderschranks. Wie wirst du ihn los? Jo, Kleiderschrank. Ja, ganz einfach. Ich rufe die Möbelpacker und raus mit dem Ding. Und du, Kandidat Nummer 2, wie wirst du ihn los? Ja, ich sehe das Problem nicht. Loswerden, ich muss ihn ja nicht loswerden. Loswerden musst du. Das stimmt, ja. Der rennt schon gern mit einem Kleiderschrank durch die Gegend. Wie schaust denn du aus? Und was machst du gegen den Kleiderschrank, Kandidat Nummer 3? Also ich gehe auf ihn zu und sage zu ihm, hör mal, du siehst genauso aus wie ich. Die besuchen bei der Sendung Herzblatt noch super Kandidaten. Geh mal rüber an die Bar und lass dich fotografieren. Kandidat 2. Ich liebe starke Männer. Wo liegen deine Stärken? Ja, das steht schon. Ja, na, wenn ich alle meine Stärken jetzt da aufzählen müsste,
Das wird wahrscheinlich den Rahmen dieser Sendung sprengen. Und wo liegen deine Stärken, Kandidat Nummer 3? Also meine Stärken sind eigentlich meine Schwächen. Ich bin sehr zurückhaltend, sehr schüchtern und sehr, sehr wortkarg. Mein Vater hat schon früher zu mir gesagt, mein Gott, Junge, du kriegst den Mund nicht auseinander, du musst doch mal versuchen, irgendwie etwas zu sagen. Das hat sich bis heute noch nicht geändert. Und Kandidat 1, wo liegen deine Stärken? Ja, also die beiden anderen Kandidaten hören sich ja echt stark an, aber hören sich eben nur so an. Ich bin stark. Kandidat 3, wir fahren mit dem Schlauchboot aufs Meer hinaus. Nach einer halben Stunde hören wir ein ganz leises Uns bleiben noch knapp 5 Minuten im Trockenen. Wie gestaltest du unseren Untergang? Also da brauchst du dir überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Wir gehen einfach nicht unter, weil du kannst auf mir liegen wie eine Luftmatratze. Ich habe so viel Luft im Kopf, die kann ich überhaupt nicht untergehen. Und Kandidat 1, wie gestaltest du unseren Untergang? Ja, 5 Minuten. Viel zu kurz für einen zärtlichen Kuss. Und wie schaut unser Untergang aus, Kandidat 2? Ja. Einmal mindestens 4 Minuten, keine Panik an Bord, Ruhe bewahren, kühlen Kopf bewahren. Und ich glaube, dann täte ich dich fragen, ob zumindest du schwimmen kannst. Liebe, gell? Eine ganze Menge. Sie haben noch eben Zeit. Eine kurze Zusammenfassung von Susi. So, Michaela, wer soll jetzt dein Herzblatt sein? Kandidat 1, der auch beim Möbelpacken unheimlich stark küssen kann, und zwar mehr als 5 Minuten? Oder Kandidat 2, der Nichtschwimmer, der deine Kleiderschränke nicht für dich entsorgt? Oder Kandidat 3, die wortkarge Luftmatratze, der gut gebaute Konkurrenten bei Herzblatt einschleust? Also, Michaela, jetzt musst du dich entscheiden. Sagen Sie es. Also ich würde sagen, im Reden bin ich selbst ganz gut. Ich wähle Kandidat Nummer 1. Nummer 1, ja. Dann kommt die erste Kandidat Nummer 2, der Markus Varesco aus Innsbruck, ein Landsmann von Ihnen. Hallo, servus. Danke, Markus. Hallo. Hier kommt Stefan Klansfeld aus Köln, der wirklich unheimlich gut redet. Markus, Sie waren einer der besten Kandidaten, die wir hier hatten. Herzlichen Dank. Danke. Klasse. So, und jetzt ist es soweit. Bitte sehr. Ihre Nummer 1. Ihr Herzblatt. Hallo. Hallo, servus. So, und ja, das ist die Ingo Jahn aus Stuttgart. Und wohin der, ja, wohin geht es morgen? Wer zieht? Sie? Sie fliegen mit einem Herzblatt-Hubschrauber nach Spital am Pyhren in Oberösterreich. Dort werden Sie Ihr Mittagessen selbst angeln, oh Gott, und zubereiten. Am Nachmittag geht es im Heuwagen hinauf zu Alm, wo nur für Sie ein Hüttenzauber stattfindet. Ja? Viel Spaß und bis nächste Woche. Ja? Alles Gute. Nehmen Sie mit. Ja, und nächste Woche erfahren wir, wie es Michaela und Ingo, Andi und Irene ergangen ist. Bis dann. Servus.